So, jetzt geht's los. Ich packe meine Sachen für die Carstens-Pyramide. Und zwar gemäß dieser Packliste. Allerdings müsst ihr jetzt nicht ganz live dabei sein. Das dauert doch länger. Aber ich möchte einfach mal so die Best-of erklären, was wir hier haben. Was man braucht für den Dschungel vor allen Dingen. Die Nummer 1, das hier. Gummistiefel. Tatsächlich braucht man die. Da werde ich, im Hintergrund seht ihr übrigens so ein paar Videos auch laufen, schon von der Carstens-Pyramide. Ich habe nochmal geguckt, ob man da das eine oder andere für die Ausrüstung nochmal bekommt als Idee. Gummistiefel werden tatsächlich getragen. Ich habe das da tatsächlich zunächst erst auch so ein bisschen für einen kleinen Witz des Bergführers gehalten. Aber wie wir sehen, ist das wirklich notwendig. Da ist halt auf dieser Insel, ist das halt alles sehr, sehr schlammig, sehr matschig und irgendwann sind Gore-Tex-Stiefel, machen halt keinen Sinn mehr. Was ich jetzt mache, ist eine normale Einlage rein aus meinen Trekking-Schuhen, die ich habe, oder aus meinen Trailrunning-Schuhen. Packe das jetzt einfach mal hier rein und ja, muss das jetzt gleich mal testen, ob das überhaupt angenehm zu tragen ist. Aber wie man sieht, in den Videos werden da auch die anderen tragen. Das nächste, was für mich auch wichtig ist, ich bin halt kein Freund davon, immer irgendwie Funktions-High-End-Kleidung und hier die Spezialsocken und die Spezialhose und die Spezial-Irgendwas. Ich glaube nämlich, dass das, was die vor 40, 50, 60 Jahren gemacht haben, die Carstens-Pyramide wurde 1962 das erste Mal bestiegen, dass die da auch schon gute Klamotten hatten und aber man immer nicht dieses immer ans Limit gehen muss, weil dann ist man auch irgendwie. Macht auch dieser ganze Spaß flöten, wenn man gar nicht merkt, auf was man sich einlässt. Ich benutze meine guten alten Bundeswehrsocken, mit denen bin ich ja auch schon an einigen Stellen der Welt gewesen, unter anderem Afghanistan. Und jetzt testen wir mal, ob ich in diesen wunderbaren Gummistiefeln auch stehen und laufen kann, ob die bequem sind. Gucken wir mal. Dreht sich ja wie eine Eins. Und das Schöne dabei ist, ist jetzt ein bisschen albern. Und hat dann auch einen Regenschirm dabei. Also im Prinzip ist das hier schon mein Dschungel-Outfit mit dem Gummistiefel, mit dem Regenschirm. Et voilà. Ja, da weiß man, ob was kommt. Das kann ich natürlich auch weiter in Bremen tragen. Der Regenschirm hat auch noch einen Vorteil. Wenn man beispielsweise Ausrüstung oder den Rucksack irgendwo abstellt, ablegt, kann man den auch direkt rüberstellen und dann bleibt der Rucksack trocken. Ganz einfach, ganz logisch. Ah, die Gummistiefel laufen sich ja sehr, sehr gut. Ich glaube, ich lasse es heute Nacht direkt an. Wirklich gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Allerdings sind die Touren 10 bis 11 Stunden. Und da werden wir mal sehen, ob das dann auch alles so wunderbar läuft. Was aber dann noch speziell ist auf der Liste, was vielleicht den einen oder anderen interessant ist. Ja, es ist ein Schlafsack, kein Down-Schlafsack, wie auf den anderen Expeditionen. Ist halt Synthetik, kennt jeder. Ist auch ein Synthetik-Schlafsack, der geht komfortmäßig bis minus 5 Grad. Mehr braucht man auch nicht. Aber warum keine Daune? Weil es eben feucht ist. Daune, wenn die feucht wird, wird die schwer, wird die nass. Und dann hat die keine Wärmewirkung mehr. Und deswegen auch, insbesondere auch in Mitteleuropa, eh sinnvoll, keinen zwingend Daunenschlafsack zu nehmen, sondern einen Synthetik-Schlafsack. Und da kann man dann auch mit arbeiten. Was haben wir denn noch Spannendes auf der Liste? Genau, das habt ihr schon gesehen. Ja, jetzt das Wichtigste. Ich meine, am Ende für den Dschungel ist alles so mittelinteressant. Sicherlich der Punkt Kletterausrüstung. Da muss ich mal rangehen. Und zwar, klar, Klettergurt kennt jeder. Ist jetzt nicht so das Spezialding. Klettergurt kennt jeder. Was aber interessant ist, es ist ein Abseilachter vorgeschrieben. Abseilachter dient dazu, dass man am Seil, am Doppelseilschwang sich abseilen kann. Sowas habe ich nicht mehr. Ich habe stattdessen einen sogenannten ATC, ist das. Hat den Vorteil, ich finde es praktisch, es ist halt auch, man könnte jemand anderes abseilen, das geht mit dem Abseilachter nicht so gut. Und es ist halt das Gerät, was ich habe und Abseilachter ist nicht ganz so notwendig. Dann auch die Karabiner, die Karabinerauswahl, Schraubkarabiner, die nochmal notwendig sind, weil wir uns dann mit dem mit Fixseilen den Gipfel erklimmen. Das heißt, es ist so eine 500-Meter-Wand, nicht sonderlich schwer. Der Schwierigkeitsgrad liegt irgendwo zwischen 1 und 3. Das ist nicht das Höchste, was es gibt. Üblicherweise am Fels kann man hier
in Deutschland, also hier in Norddeutschland, kann man ja bis zu 10 Grad theoretisch klettern. Ich selber kann gut bis zum 6. Grad klettern. Und also was darüber hinausgeht, wäre schon schwierig. Aber dadurch, dass wir im 1. bis 3. Grad da irgendwie ein bisschen hochgehen, sollte das alles kein Problem sein. Was weiterhin wichtig ist, ist das hier. Das ist interessant, das habe ich mir geliehen von einem Fotografen, der für Alpin-Magazine fotografiert. Und zwar ist das eine Steigklemme, eine Seilsteigklemme. Das ist übrigens der Fotograf, dem kann man auch folgen, Volkert Lenz. Schreibt für viele Magazine, Alpin-Magazine, Panorama, das DRV, finde ich immer schön, was er schreibt, tolle Bilder. Er hat mir die geliehen und das Ding ist halt wichtig, weil wenn man dann an einem Fixseil ist, klemmt man das Fixseil hier ein. Mal gucken. Klemmt man das Fixseil hier ein und im Prinzip verkantet das. Also man schiebt die Seilsteigklemme immer weiter höher und kann dann im Prinzip sich ausruhen, weil die nicht runterrutscht. Oder wenn man dann vielleicht an einer schwierigen Kletterstelle ist und doch nicht weiterkommt, kann man dann einfach versuchen, darüber zu gehen. Und dahingehend ist das Gerät dann auch nochmal ganz interessant. Die Marke dafür ist Juma oder Juma oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall Steigklemme. Und dann brauchen wir noch für das für die Besteigung sogenannte Bandschlingen. Das ist das hier. Bandschlingen, das sind vernähte also vernähte Stoffe sozusagen. Die haben eine bestimmte Kilonewtonlast. Gibt es verschiedene Materialien. Und da kann man auch drauf sehen, wie viel Kilonewton das tragen kann. Und diese kleine Bandschlinge hier beispielsweise könnte man ein Auto dranhängen. Die trägt 2,2 Tonnen. Das sind also 22 Kilonewton. Allerdings statisch. Das heißt nicht dynamisch. Also man dürfte also nicht das Auto reinfallen lassen, sondern man könnte das Auto langsam hochziehen. Ja, im Wesentlichen war es das schon. Es ist jetzt nicht mehr so viel Besonderes. Klar, das Thema, wie klettern wir überhaupt? Mit Gummistiefeln klettern ist natürlich nicht möglich. Ich selber werde mit den Kategorie Stehstiefeln, das sind also hochwertige steigeisenfeste Stiefel, klettern. Geraten wir zu Kategorie C-Stiefeln, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, da auch nochmal 200 bis 300 € für auszugeben. Deswegen lieber ein zu viel, ist dann ganz bequem, weil die Sohle zu klettern ist halt relativ steif. Das heißt, man kann auch gut auf der Spitze stehen. Medizin, 480 € an Impfung ausgegeben. Was noch wichtig dann dabei ist, ist halt Malarone. Malarone ist das, kennt sicherlich der eine oder andere schon, ist eben das Malaria-Medikament, was man prophylaktisch nehmen kann. Ich gucke nochmal nach, ob ich noch irgendwas Spannendes vergessen habe, was aus meiner Sicht wichtig ist. Zweimal Laichzettel. Was ist noch, was für mich noch wichtig ist, was ich auch für sinnvoll erachte, ist im Prinzip noch das Solarpanel. Man braucht ja ein bisschen Stromversorgung. Internet hatte man nicht. Aber ein praktisches Solarpanel, was man dann auch auf den Rucksack packen kann. Entweder lädt man dann das elektrische Gerät selbst oder man macht im Prinzip, lädt man eine Powerbank am Zelt beispielsweise und kann dann das Material laden. Es geht von Hamburg nach Paris, von Paris nach Singapur, von Singapur nach Bali. In Bali ist dann, sind wir dann einen Tag unterwegs und von Bali geht es dann rüber nach Papua. Papua ist, glaube ich, die viertgrößte Insel der Erde. Dort in den westlichen Teil dieser Insel, das ist diese Insel mit dem geraden Strich runter. Und dort im westlichen Teil, das ist die Provinz Papua von Indonesien. Rechts ist Papua-Neuguinea, ein eigener Staat. Und da landen wir in Timika. Von Timika geht es nochmal in Ilaga. Ich habe mir eben nochmal ein paar Videos angeguckt. Die Flugzeuge werden wirklich immer kleiner, Propellermaschinen. Da geht es dann richtig geil über den Dschungel. Und von da aus dann 5 Tage durch den Dschungel zum Basislager. Im Basislager klettern wir dann so ein bisschen, ein paar Berge, Nebengipfel auch, also kleinere Gipfel, die wohl ganz schön sein sollen. Und wenn wir dann da im Prinzip durch sind, geht es nochmal 5 Tage zurück. Und irgendwann am 14. lande ich dann wieder in Hamburg und bin dann gegen Nachmittag wieder in Bremen. Da brauche ich endlich Zeit, das Tagebuch zu verenden. Also wenn ihr Fragen habt, einfach nochmal kommentieren. Irgendwas auch, ja, was es noch vielleicht aus speziellen Situationen gibt, Ernährung oder sowas. Aber ich glaube, dass da eigentlich gut versorgt ist von dem Expeditionsleister. Ich schreibe Tagebuch und das Ganze geht dann, wenn ich wieder Internet habe, online Mitte Oktober. Bis dahin, ich wünsche euch was. Morgen geht's los.